Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Auch jetzt, heute freue ich mich sehr. Writer's Tears, Cask Strength 2021. Yay, Limited Edition. 6000 Flaschen weltweit, 4500 davon nur für 700 Milliliter. Das heißt, es gab 1500 für die 750 Milliliter Holzkiste. Also ich habe früher jedes Jahr das genommen. Irgendwie das letzte Jahr oder letzte 2 Jahre habe ich es nicht gemacht. Naja, war nicht immer erhältlich und so weiter. Also meine Frau fand diese Sache hier ganz cool mit dem Holz. Und auch da haben sie neues Design und so weiter. Ja, also hier steht 5000, 4500 da drauf. Also das stimmt für die 700 Milliliter Flaschen. 54,2, also ist denn unser Alkoholgehalt jetzt hier. Und wir liegen hier tatsächlich bei einem Preis von, jetzt muss ich schauen, was ich hier genommen habe, 103,50 Euro. Online finde ich das für 117, 100, 119, 107 und so weiter. So, wir machen diese Flasche hier auf. So, das Besondere daran ist, dass das ist ein Mix. Das muss man einfach ganz laut sagen. Ein Mix hier als aus Single Pot Still und Single Malt Whisky, denn hier aus Irland. So, der UVP ist 140 Euro. Autsch, also von daher war ich relativ günstig mit meinem Preis, mit 103, muss ich sagen. Und das hat hier unser, gut gemacht. Hier, ziemlich hochwertig. Also ein bisschen hier Kupfer da drin, auch seitlich hier rum, Writer's Tears und so weiter. Also echt gut gemacht hier. Das hat hier Bernard Walsh gemacht. Allerdings, er hat gerade jetzt hier für ein paar Wochen seinen Writer's Tears und The Irishman verkauft. Verstehe ich auch nicht, was sein Plan ist und was das so alles auf sich hat. So, werden wir hier sehen, was das ist. Ein interessantes Label hier. Also der Label geht ein bisschen rüber hier. Ich lese ein kleines bisschen vor. Diese Jahrgangabfüllung wählte nur die feinsten Destillate vom Single Pot Still und Single Malt Irish Whiskey, gereift in außergewöhnliche amerikanische Eichenfässer, non-chilled filtered. Dieser Whisky ist ein Full Body High Strength, also Alkoholstärke hoch und viel Körper da drin. Und geschmackvoll Whisky limitiert auf 4500 Flaschen nur. Also, und ich habe Flaschennummer 2417 von 2021. Pot and Malt Bourbon Fassreifung und Chapter 4. Ich habe keine Ahnung, was Chapter 4 bedeutet hier. Wenn jemand mir was sagen kann, was Chapter 4 bedeutet hier, das wäre gut. Also, So, ich habe schon vor Jahren kritisiert, dass sie tatsächlich ein bisschen schummeln mit ihrer Flaschenzahl. Also, das sind tatsächlich 4500 nur von der 0,7 oder 70 cl Flaschen. Allerdings, die haben andere Flaschen, 750 für den amerikanischen Markt, legal da. Und da steht dann da ein vom 1500. Natürlich, die Märkte sollten das nicht gegenseitig merken, aber durch Internet wissen wir genau, was wir haben. Nun, die Frage ist, wo wurde diese Whisky hergestellt? Also, höchstwahrscheinlich, also mit 95% Wahrscheinlichkeit, kommt diese Whisky hier aus Middleton. Warum? Weil damals. Also, wie alt wissen wir auch nicht. Steht auch kein Alter hier drauf. Hier steht auch 04 darüber. Wieso steht 04 denn da? Ha. Ja, ich habe gerade ein bisschen recherchiert hier wegen unserer Chapter 4. Finde ich nirgendwo. Sogar auf der Webseite hier finde ich nichts. Der Vertrag zwischen Bernard Walsh und Irish Distillers läuft noch. Das heißt, er kann dort deren Anlage benutzen, um den Writer's Tear zu produzieren. Allerdings, es gehört jetzt eine luxemburgische Firma. Keine Ahnung, was in der Zukunft ist. Wenn man hingeht zu welshwhisky.com, Entschuldigung, welshwhisky, ein Wort, EY.com, und dann geht man da durch und dann kommt man dann hin zu einem Flavor Wheel und da kann man einfach eintragen, was man am besten dann so hat. Und ich habe ich ganz schnell hier gemacht. Und das erste, was vorgeschlagen wurde, wurde Irishman Cask Strength. Yep. Das zweite wurde vorgestellt, war Writer's Tears Cask Strength. Yep. Und das zweite war der Irishman 12. Wahrscheinlich wäre der 17, aber mein Lieblingswhisky von denen. Naja, gut, gut, gut. Also, wer weiß, was Chapter 4 bedeutet, da würde einfach mich
sehr, sehr gerne eine Freude machen und mich informieren darüber. So, warum tue ich auf der Seite? Weil ich immer einen Vergleichswhisky haben möchte, falls möglich. Und ich habe einfach Red Breast hier rausgebracht. Cask Strength, also 12 Jahre alt, hier No Age Statement. 56,3% B1/ hier 21. Das ist die neue 21er Version. Bei mir gibt es noch kein Video dazu, aber die Flasche habe ich schon länger. Und ich dachte, ich würde einfach mal das hier vergleichen. Es hängt ein bisschen, weil das ist alles Bourbon und da ist Oloroso, da ist Sherry dabei. Aber trotzdem, zwei Heavy Hitters von Irish Whiskey, zwei Fassstärken-Whiskys, die einfach dann würdig sind, gegeneinander verkostet zu werden. Ja, auch preislich hängt dieser Vergleich, also 60 Euro gegenüber 110, also zwei Flaschen davon für eine Flasche davon fast. Also Redbreast immer wieder eine Preis-Leistungs-Sieger hier, muss ich schon sagen. Wahnsinnig viel Platz nimmt das Ding hier. Gut, machen wir einfach ein bisschen nach vorne her. Super, genau, habe ich Platz hier für mein Redbreast. Yay, ich liebe Redbreast. Gut. Trocken. Als ich da war bei Writer's Tears, damals war es die Royal Oak Distillery, denn dort in Irland wurde gesagt, das ist unser Champagner vom Irish Whiskey. Gerade weil sie diese Vermählung machen von Single Pot Still und Single Malt zusammen. Also kein Grain ist hier drin, der ist eine sehr, sehr gute Mischung dabei. Wie alt, auch das würde ich gerne wissen. Nirgendwo wird es hier aufgeschrieben. Unser Redbreast. Ah, Single Pot Still und Sherry passt wie ein Deckel auf den Topf. Also Wahnsinn. Warum machen so wenig Leute das momentan? Warum machen die Leute es nicht nach? Also mach einfach eine 12 Jahre alte Single Pot Still, gib einen Teil davon in Sherry, blende es zusammen, boom. Ihr habt einen garantierten Gewinner, was Single Pot Still angeht in Irish Whiskey. Oder Rotwein oder Port oder auch andere Sachen. Single Pot Still in Bourbon allein braucht ein bisschen länger, finde ich. Okay, meine persönliche Meinung. 54,2 und hier waren wir dann bei 56,3. Hey. Ein bisschen mehr floral, ein kleines bisschen Karamell. Floral bin ich hier bei meinem sogenannten Honeysuckle. Geißblatt. Gut. Großartig. Wow. Trocken trotzdem. Gibt es nicht offizielle Tasting Notes hier irgendwo? Warte mal. So, Aromen von wilden Beeren und dekadenten Aromen von Orchard Fruit, also Steinobstfrüchte. Cheers. Trocken, staubtrocken, leichte Süße hinten raus. Ich bleibe bei dieser Honeysuckle, bei diesem Geißblatt hinten raus. Bisschen Honig, aber nicht ausgewogen. Ich habe viel, viel bessere Writer's Tears bisher immer gehabt. Das ist ein bisschen estrigierend auch. Nicht unbedingt wow. Hier steht eine delikate Mischung von gewürzte Ingwer, ein bisschen hier cremige Potstill-Moment und ein bisschen Komplex. Brings to life a subtle sophistication. Das ist viele Wörter ohne Bedeutung. Okay. Der hat tatsächlich hier bei die Irish Whiskey Masters 2021 Goldmedaillen gewonnen. Naja. Darauf gebe ich meistens auch sowieso nichts. Ich tue ein bisschen Wasser rein. Ich bringe die 54 auf 50 runter ungefähr. Das ist die 11. Ausgabe davon. Also es geht zurück dann bis auf 2010.
Ich habe hier ganz kurz gegoogelt. Hier, ich schreibe einfach mal das nochmal. Ich gehe einfach zu meiner Seite her. Ich zeige alle. Also ich habe bisher den 19er, der 17er. Okay, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Alles so. Seit 14 habe ich alle probiert, bis auf das 2020er. 2020 habe ich weggelassen. Also habe ich irgendwie nicht gefunden oder nicht gekauft oder wie auch immer. So sorry. Jetzt habe ich die 2021er hier. Haut mich echt nicht um. Da ist eine leichte Bitterkeit da drin, der nicht reingehört für eine. Ich glaube, der Single Pot Still war jung. Ich glaube, der Single Malt war okay. Aber das Single Pot Still war jung. Oder es kann genau umgekehrt sein. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. So, nichts wirklich Neues da drauf. Verpackung finde ich cool. Ich habe schon mal mehrfach gezeigt hier. Wie. Da kommt. Ja, nein. Ja. Ja, irgendwie bin ich ein bisschen hier enttäuscht schon wieder. Zitrus. Jung. Cheers. Er wurde schlechter mit Wasser. Wow. Die Jugend kam, die Jugendlichkeit kam einfach mal hier richtig boom in your face. Also richtig stark. 3 minus minus. Aua, aua. Preislich 4 minus minus. Okay, ich verdünne den ganz stark hier. Ich gehe mal bei 30%, schau mal, ob ich irgendwelche Fehlnoten mit entdecken kann. Jetzt ist er besser. Aber immer noch eine leichte mehlige Note. Ich nenne es einfach mehlig. Äpfel können auch süß und man könnte, Äpfel können mehlig sein. Und das ist ein bisschen mehlig. Sehr floral. Sehr, sehr. Ein bisschen blumenladenmäßig. Eine sehr saurer, also Zitrus-Moment. Als ob ich Pez, also PEZ, glaube ich, diese Brausetabletten hatte mit Zitronen. Künstliches Zitronenmoment ist das. Mit Citric Acid, also Zitronensäure, Zitrussäure. Und auch dann da ein bisschen grüner Apfel, noch nicht reif. Also da ist vieles mit diesem Whisky nicht gut. Ja, Bernard Walsh, was hast du hier gemacht? Ich werde auf Englisch auch gleich mit dir einfach mal ernstes Wörtchen hier reden. Vielleicht schaust du meine Videos an. Also ich war 2000 und ich bin 2022. Ja, März bin ich auf der Irish Whiskey, Whiskey Live in Dublin. Schauen wir mal, ob es überhaupt stattfinden kann wegen Corona und so weiter. Und als ich letztes Mal da war, 2019, also hat mich sofort erkannt. Also, hello Jason. Ja, damals habe ich tatsächlich auch ein Video drehen können mit Bernard. Er musste gleich weg, aber hat doch Zeit für mich genommen und so weiter. Ja, vieles, was da er gemacht hat und wie er das immer gemacht hat, habe ich bisher noch nicht verstanden. Der Auflösung von seiner Partnerschaft mit der italienische Geldgeber, der Verkauf jetzt hier von den Marken von Writers Tears und auch Irishman. Naja, gut, schauen wir mal. Redbreast, super, wie immer. Oh ja.
Oh ja, yummy, yummy, yummy. Ich muss noch einen Vergleich machen. Ich muss irgendwie die letzten drei Batches gegeneinander vergleichen und habe ich einfach meine Empfehlung gegeben. Allerdings nicht jeder Händler gibt an, welche, aber die Alkoholstärken ändern sich. So, von daher, meistens kann man das doch erkennen. Ja, Writer's Tears 2021. Cask Strength ist irgendwie nicht der Whisky, den ich sehr empfehlen kann. 3 Minus für Geschmack, 4 Minus für Preis, also Finger weg. Zu jung, also unausgewogen, also sehr zitruslastig, nicht das, was ich mir gehofft habe. Ich muss schauen, ob ich irgendwo eine Flasche 2020 noch ergattern kann, vielleicht sogar gegenvergleichen und so weiter. Und meine Flaschen von 19, 18, 16, 17 und so weiter sind alle weg. Also die sind schon längst verteilt, ausgetrunken und so weiter. Früher war es eindeutig besser. Also das ist in diesem Fall bei Raiders Tears schon. Und ich bin gar nicht so sicher, ob es ein 2022er Cask Strength von Raiders Tears geben wird, kann oder darf. Also schauen wir mal, was die neuen Besitzer von diesen Marken damit machen werden. Bernard Welsh bleibt weiterhin der Firma, hat jetzt Cash bekommen, Geld bekommen mit seinen Investoren zusammen. Aber dennoch, kein gutes Gefühl habe ich. Whisky Jason hier. Meine Frage des Tages ist: Deine Lieblingsfassstärke aus Irland? 12 Jahre von Redbreast. Ja, ein Bank. Also meiner Meinung nach. Einfach für diesen Preis und für dieses Geschmackserlebnis. Muah. Sehr, sehr schön. Alles Gute. Also teilen. Also diesen Whisky-Video meinte ich damit. Liken, abonnieren, falls noch nicht. Unten ist der Beschreibung hin. Gibt es da den Link hier für meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe, wo das und das verteilt wurde. Ich glaube, ich habe 3 Flaschen dieses Mal geteilt davon. Wow. Ich habe meine Fans gern und wir sehen uns jeden Tag hier für ein Whisky-Video. Schauen wir mal, wie Dezember so ist. Jeden Tag um 12 Uhr ist da eine Auflösung von meinem Adventskalender, was blind ist. Das ist sehr gut. Und viele Videos werden jetzt hier in den nächsten Tagen kommen, wo es um Bremer Bottle Market ging, wo ich viele Interviews mit Händlern geführt hatte. Alles Gute, bis dahin. Ciao.